Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um den Inomi LE7 Saugroboter mit Wischfunktion. Wenn du noch unentschlossen bist, ob dieser Staubsaugerroboter für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zum Saugrobo werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Saugroboter sind schon seit einigen Jahren beliebtes Haushaltszubehör. Warum ist das eigentlich so? Nun ja, weil man hier die lästige Aufgabe des Staubsaugens an einen Roboter abgeben kann und das empfinden eben viele als sehr angenehm. Grundsätzlich natürlich eine Frage, ob man das möchte. Manchen Leuten macht es auch Spaß, selbst Staub zu saugen, ja? Aber wer sagt ja? Auf diese Arbeitserleichterung hätte ich Lust, für den kann das auf jeden Fall einen Blick wert sein. Preislich würde ich diesen Inomi LE7 Saugrobo in den Bereich der günstigen Saugrobos einordnen. Das ist meine Einschätzung. Ob es für dich der passende Staubsaugroboter ist, kannst du allein am besten beurteilen. Ja, genau, wir können uns gerne ein paar Eigenschaften hier auch noch genauer anschauen. 2200 PA Saugkraft, das ist schon ziemlich ordentlich, vor allem zu dem Preis. Betriebsdauer beträgt 120 Minuten, das finde ich auch schon ziemlich lang für einen Saugrobo dieser Preisklasse. Wenn der Akku schwach ist, fährt der auch automatisch zur Ladestation zurück. Das ist auch eine super coole Funktion. Und was haben wir noch? Benutzerfreundlich, verschiedene Reinigungsmodi, drei Saugstufen. Genau, Staubsaugen und Wischen, also der kann schon einiges für seinen Preis. Ja. Wie ich finde, ein Staubsaugerroboter, der sich preislich nicht zu verstecken braucht. Ob es für dich das passende Exemplar ist, kannst du allein am besten beurteilen. Mach dir doch noch dein eigenes Bild zum Staubsaugerroboter Inomi LE7. Das Amazon-Angebot verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Danke für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe sehr, dass ich dir mit meinem Video weiterhelfen konnte. Alles Gute und ciao, ciao.